Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Wir befinden uns hier im vierten Kampagne, in der letzten, ich glaube da gibt es uns nichts mehr. Und wir haben hier ein heilloses Durcheinander. Wir müssen jetzt 4 Betriebe managen irgendwie. Wir müssen obendrein noch Landsherr werden, das läuft zwar gar nicht so schlecht im Moment. Aber es ist trotzdem ordentlich was daran zu werkeln. Und ja, ich glaube, ich lasse... Nein, warte mal. Du könntest Muschelketten machen oder Süppchen. Du könntest auch Muschelsuppe machen. Wohin soll's gehen? Zum Marktplatz, bitte. Nein, nochmal hinfahren. Kein Weg ist mir zu weit. Jedenfalls 4 Betriebe zu managen. jeder an einem anderen Ort. Und ich glaube, ich hoffe, es läuft nicht allzu schlecht, auch wenn es jetzt mit Geld etwas knapp wirkt. Aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem noch hin. Irgendwie. Ich bin zuversichtlich. So. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Unsere Haupteinnahmequelle ist unser Gasthaus. Das ist am weitesten ausgebaut, das haben wir so schon geschenkt bekommen, sozusagen. Und ja, dieses Gasthaus, wie gesagt, bringt uns am meisten Geld und ja, das wäre halt nicht schlecht, wenn wir gut darauf aufpassen, dass es auch so bleibt. Diplomatie. Alphorner möchte einen Beistandspakt, sehr gerne. Behandlung unterbrochen, Heilmittel, Scheibe. Moment. Genau. Das ja. Reicht eigentlich, mit der Seife auch. Da werden wir jetzt ein paar Medizinflaschen herstellen. Gibt es hier Fett zum Kaufen? Immer ist das Fett alle. Tatsächlich. Meine Füße tun. Der Karren rollt. Ach, beschwer dich doch nicht so. Gib ihr Vollgas, dann passt es schon. Da kommt sie. Das strafen wir gleich ein. So. Und abladen. Wohin auch immer es gehen soll. Sehr fein. Wenn wir dann die Medizinflaschen schon mal haben, können wir ein paar Leute mehr behandeln, dann wird das schon langsam werden. Bedienen, unbedingt. Er kann auch einen Tanz aufführen. Das nächste Mal lassen wir einen Kerl tanzen. Für die Damenwelt. Chippendales, wie heißen die? Ich bin gerüstet. Kleinigkeit. Bitte, ich brauche eine Behandlung, hey. Mir geht's nicht gut. So, müssen wir auf den Arzt warten. Diplomatie. Eure Beziehung zur Dynastie Liveson ist ja Fehde. Ja, okay. Haben wir einen neuen Feind? Das ist ja hervorragend. Ihr wollt mir doch bestimmt helfen, oder? Kommt doch an, wer Aber was du bist. Natürlich helfe ich euch. Ihr unterstützt einen Amtsträger. Okay. Pullmann ist jetzt auch unser Feind. Dafür Schmalberger. Gustav Schmalberger sollen wir unterstützen. Okay. Wir werden unser Bestes geben. Ardua prima via est. Ja. Ja. Irgendwie kommen heute keine Gäste mehr. 4000 Goldmünzen haben wir schon. Okay. Ach du liebe Zeit, wie viel kostet das jetzt eigentlich? Was ist? Da muss ich hinlaufen. Arbeit. Dann laufen wir mal hin. Vielleicht geht es sich ja schon aus. Lauf. Nein, nicht langsam, normal geht schon. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Kirchenzehnt ändern. Arbeit. Mach mal null. Der Kirchenzehnt wurde geändert. Mach mal bei dir. Eines eurer Kinder kann eingeschult werden. Ihr bemerkt einen herrlichen Duft.
Stammbaum, Amber. Ganz schön groß. Ja, in die Schule mit dir. Aber. Soll ich helfen? Auf ein Amt bewerben. Marschall, es tut mir leid. Segen. Wie viele Erfahrungspunkte hat er denn? Oh, hier, da geht's schon das raus. Ist meine Amtsbewerbung. Bitte reicht sie weiter. Der Stadtrat wird demnächst über die Besetzung des Amtes beraten. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Mach mal glatt. Charisma, war das jetzt auch wichtig? Nein. Rhetorik. Politische Sitzungen, ja, Rhetorik wäre nicht schlecht. Oh, das ist der falsche Char. So. Rhetorik, so. Boah, 2000 Punkte. Ja, da können wir schon hoch tun mit der Rhetorik. Empathie. Rhetorik durchschauen in Politik. Ja, kann man auch einmal geben. Können wir ein zweites Mal auch. Auch ein drittes Mal, passt schon. So, Stufe 2. Motivationskünstler. Meister des Tunks. Backesel gebildet. Nochmal auf gebildet gehen. Ja. Machen wir zweimal gebildet, dann stuft sich das hoch nochmal. Dann müssen wir wieder bestechen anfangen. Auf jeden Fall ihm. An die Arbeit. Alles, was geht. Stufenaufstieg. Eure Bewerbung. Merkt einen herrlichen Duft. Kirchenzehnt geändert. Termin im Rathaus. Ja. Ich möchte mich gesund machen lassen, bitte. So, wie schaut's hier aus? Schön langsam geht uns der Alkohol flöten, das heißt, wir müssen den mal wieder nachproduzieren. Jemand lässt sich von euch bestechen. Wie schaut's hier aus? Fett gibt's einfach keins. Ätzend ist das. Wie würden wir da ein paar Rüben brauchen? Gut, dann kaufen wir ein paar Rüben ein. So. So, so. Der Karren knarrt. So. Ablan, du bleibst da bitte da, weil du dir gleich das Met verscherbeln wirst. Das Met produzieren ist auch ein bisschen blöd, ne? Was bringt dich das mit? Das Getränk der Götter alter Zeit wird auch heute noch dank seiner heilkräftigen Wirkung bei Krankheiten und Verletzungen hochgeschätzt. Okay. Und Fernbräu? Fernbräu Pilsner hinterlässt nach dem Genuss einen üblen Mundgeruch, der euren Gesprächspartnern schnell unangenehm werden kann. Dafür aber seid ihr für die Wirkungszeit vor Beleidigungen, Entführungsversuch und Schlägern geschützt. Für die Benutzung haltet ihr Erfahrungspunkte. Sehr schön. Okay. Ist ja toll. Hervorragend, hervorragend. So. Gut. Gut. Hey. Geht's jetzt endlich gut? Dauert immer noch. Euch bestecht, jemanden bestechen. Ich muss dringend was gegen die Nager tun. Politik. Jemanden bestechen. Den Landsherrn unbedingt. Ans Werk. Wie schaut's hier aus? Einen Angestellten einstellen. Wollt ihr Talia Pattifeld? Pattfield für ein Handgeld von 240 Goldmünzen einstellen. Patronin Talia Pattfield einstellen? Ja, gerne. Eine Schutzgelderpressung endet. Ja, Käsedost. Wissen wir auch. Gut. Ja, natürlich. Schnuckelein Talia. Wo ist sie denn? Talia. Hoppla. Jemand lässt sich von euch bestechen. Talia. So, jetzt. Du gehst bitte Quacksalbern. Irgendwo auf dem Markt, sofern ich den noch anfinde heute. So ist gut.
kann man eigentlich da so machen, ne? Oh, warte. Ich stelle sie besser hin. Da, Talia. Stell dich vielleicht doch hier hin. Nein, ich meinte, hier hin. Mache mich ans Werk. Ist besser. So, bist du jetzt wieder gesund? Kleinigkeit. Oh, ich habe das Geld nicht dafür. Ja, Fehde. Gott sei Dank. Dietmar, was... Klaus, meine ich. Warum stehst du hier so herum? Wenn es geh wieder ins Rathaus, ist weg, gescheiter. Nicht, dass sich noch wer ermordet. Das ist das Falsche. Hier will ich hin. So, wie schaut's hier aus? Ja, es geht. Wie geht's der Fischerhütte? Genau. So. Aha, okay. Ja. Muscheln. So. Hoppla. So. Dann kommt hier auch wieder ein bisschen Kohle rein. Ach, Gottchen. Unsere Hütte brennt. Wasserpott, ich habe nicht genug Geld. Scheiße. Scheibe. Hallo. So. Ich bin schon am Überlegen. Das kommt auf jeden Fall mal weg. Dünnbier werde ich vielleicht auch 20 verkaufen. In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Gut. Dann würde ich noch sagen... den Met weg und Körnerbrei machen. So. Markt von Hamburg. Jetzt muss ich husten auch noch. So. Bin sofort da. Abladen und zurückbringen. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Ein guter Plan. Diplomatie, die nächste auf Feder. Ich mag nicht. Angst hab. Wen haben wir hier? Bullmann. So, wir sind wieder. Heiler können ihre Patienten nicht. Ja, ist schon gut. Haben wir noch keine Medizinflaschen oder was? Doch, ein paar haben wir. Dann braucht er wieder Schmerzmittel, ne? Die Rechtsprechung wurde geändert. Ach du liebe Zeit. Na gut. Für die Familie. Für die Familie. Versuchst jetzt nochmal dich gesund zu machen. Was ist? Und unser Kläuschen. Politik. Nein, Kläuschen. So. Politik. Barabarabam. Bestechen. Den Landsherrn wieder. Na, los. Quatsch doch mit ihm. Hört. Nee. Wird das schon machen, hoffentlich. So, die Leute werden bewirtet. Jetzt komm schon. Bin gespannt, was heute wieder passiert. Hallo. Hallo. Jetzt komm schon.
Naja, dann machen wir wenigstens noch ein Kompliment, oder? Ich mache mir da keine großen Sorgen. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Ich will mal hoffen, dass die Leute alle. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, haut auch nicht hin. Ja, irgendwas möchte ich doch jetzt doch machen dürfen. Ist was? Oh, sie ist gesund. Sehr gut, schnell nach Hause. Das überwache ich jetzt aber. Ich lauf heim. Reparieren. Ja. So. Und Eldred Nachwuchs machen. So sei es. So. Beati Pauperes Spiritu. Was hätten wir jetzt auch? Lage, wir den so, Versammlung ist eröffnet. Landsherr. Henning möchte sich und Irmtraut. Die Wahlberechtigten sind Klaus, Gustav, Arne, Martin, ich gebe Mathilda. Euch kurze Bedenkzeit. Vielen Dank. Marschall, Henker, zum Henker. Kerker Vogt, bist du Richterin? Bischof? Hä? Ist Landsherr da. So. So. Ans Werk. Ihr seid ein Charmeur, mein Herr. Vielen Und Dank. Und nochmal. Na, komm. Sich Regen bringt Segen. So gut habe ich mich selten unterhalten. Vielen Dank. Henning. Henning, Henning, Henning. Henning, einstimmig. Nächstes, Marschall, da möchte ich hin. Arne und Klaus. Wahlberechtigt ist die Irmtraut, der Gustav. Bla 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 bla. Kurze Bedenkzeit, ja. Scheibenkleister. Ihr seid nett. Na los, mach schon. Langsam. So. Wir werden nun über diesen Antrag abstimmen. Entschuldigung. Scheibe, meine ich. Ah, Klaus. Arne. Da kein ja, eindeutiges Klaus hat für mich entschieden. Danke, danke. Gott sei Dank. Passt, somit ist uns alles anders schon wieder wurscht. Das fehlt nur noch ein Ding der drauf. Sehr schön. Und Eldred bekommt auch noch ein Baby. Das ist alles wunderbar. Somit sterben wir mal schon nicht, also sterben wir schon mal nicht aus. So, hier haben wir Essen. Und unser Goldvorrat erholt sich auch schon langsam. So. 5000 brauchen wir hierfür. Mhm. Okay. 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 Seife. Du machst mal Seife. Was ist mit dir? Ah, sie ist wieder da. Okay. Ja, machst auch Seife mit. Passt schon. Das ist eine einfache Verstauchung. Ich lege euch einen Verband an. Und natürlich unser Gasthäuschen. So. Euch wurde ein Sohn geboren. Wir haben wieder mal einen Sohn. Eldred Wigbald hat heuer einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Welchen Namen wollt ihr eurem Sohn geben? Erk. Erk? Ach, machen wir wenigstens Erik, oder? Mit I. Erik. So. Das hört sich doch cool an. So. Space. Gebäude wurde gestuft. Lebensmittelüberschuss in Brücke. Und Rechtsprechung wurde geändert. So schaut das Ganze aus. Wie schaut es hier aus? Fett haben wir wieder. Der Karren knarrt. Hü, hot. Wir haben wieder Fett. Lauf, du Pferd. Sehr schön. Gehört schon uns. Aha. Dann würde ich noch sagen, ja, nehmen wir noch ein bisschen Weizen mit.
Der Karren knarrt. Sehr schön. Ja, ich eile. Zurückfahren. Ja, das war eine gute Entscheidung. So, dann können wir wieder ein paar Rindsbraten machen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich bin gerüstet. Für Ruhm und Ehre. Das ist schön. Da wäre wieder mal eine Tanzeinlage fällig, sehe ich gerade, ne? Hi, meine Gute. Nein, diesmal lassen wir den Burschen tanzen. Du bist hübsch. So, tanz mal. Schwing mal die Hüften, Schnucki. Das muss ich mir anschauen. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Schmerzmittel, ne? Ja. Schulzeugnis. Eines eurer Kinder hat die Schule erfolgreich abgeschlossen. Ihr könnt es von nun an in einem fremden Betrieb in die Lehre geben. Schulzeugnis. Ihr habt ein Amt erhalten. Okay, also die liebe Ember hat es geschafft mit der Schule. Sie ist jetzt, ja, sie kann jetzt dann bald in eine Lehre gehen. Weil ich muss jetzt ein bisschen hinmachen, weil der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ihr habt ein Amt erhalten. Yes! Marschall haben wir geschafft. Sehr gut. Das bedeutet, wir können jetzt, wir haben jetzt Immunität, Verhaftung anordnen, Stadtgarde befehligen. Sehr schön, sehr gut. Eine Kurzweil ist beendet. Ein Gebäude wird angegriffen. Okay. Was? Krankenhäuschen. Garde. Hallo? Du Würstel? Hoffentlich kommt die Garde noch. Naja, jedenfalls muss ich den Part beenden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!